immer noch Leute gibt, die den C1 fahren. Ich verstehe das nicht, der ist doch so wesentlich. So, liebe Damen und Herren, jetzt sind wir in Würzburg. Da oben ist die Barrierfest. Und da oben links ist das Weingut am Stein. Das ist laut National Geographic unter den 5 besten Weinlagen der Welt. Die machen einen super, super geilen Wein. Ja, ja, ist echt witzig, mal wieder in Würzburg zu sein. Ich habe ja hier wieder viele Jahre gewohnt, 8 Jahre glaube ich. Ja, ja, so klein ist die Welt. Fazzi, bist du mal von England nach Würzburg rübergefahren. Hier in der Kurve ist mir mal mit dem Roller das Hinterrad weggerutscht. Es gibt immer noch viele Fahrer in Würzburg. Der Nostalgie wegen mal eine ganz kurze Runde über die Juliuspromenade. Komm schon, Madame! Da ist auch noch nicht viel los. Flimmereck gibt es immer noch. Die machen einen gar nicht so schlechten Döner. Da ist nichts los! Tote Hose. Oh, das ist neu. Hofbräustübel. Ach ja, das war immer ein Stück von meiner nächtlichen Stadtrunde. Ich bin gerne mal nachts durch die Stadt gefahren für eine Stunde oder so, wenn ich nichts zu tun hatte. Man muss schon sagen, der Durchschnitt, der Schönheitsdurchschnitt der Frauen in Deutschland ist schon deutlich höher als in England. Ich kann es nur wieder betonen. Das hier ist eine super schöne Ecke zum Rumsitzen und Trinken. Da haben sie lange Zeit mal Alkohol verboten. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch haben. Nicht in den Müll und der Lärm belässt sich um und so weiter. Und auf der alten Mainbrücke, da kannst du auch hier bei der alten Mainmühle ein Glas Wein holen und dich dann auf die Straße stellen, also auf die Brücke da oben und was trinken. Und da hat sich irgendwann mal ein Rollstuhlfahrer beschwert, weil er nicht mehr durchgekommen ist. Und dann haben sie in Erwägung gezogen, das zu verbieten. Wegen einer Person. Die Sanderstraße können wir auch noch mitnehmen. Gucken, was ich da getan habe. Aber der Wiesbadener kennt sich nicht aus. Er kennt sich nicht aus. Das ist neu, das muss alles weg. Hier ist auch noch nichts los. Ne? Das ist Charlie's, gibt es auch noch, sehr gut. Sehr, war bei mir eine sehr beliebte Kneipe. Da habe ich gern Kollegen reingelegt, Kollegen und Freunde. Die haben nämlich einen Hausschnaps und da sind Chilis eingelegt. Also das ist sowas wie ein, wie heißt das nochmal? Das ist sowas wie ein Tequila, aber halt mit Chilis drin. Und das fetzt schon ganz schön übel. Also wenn du nicht darauf vorbereitet bist, dann schon ziemlich scharfer Tobak. Und das habe ich bei mindestens 2 Leuten gemacht. Ich meine, heute gehen wir zum Charlies, ich gebe eine Schnaps aus. Ja. Und dann so, ah ja, super, das ist ja echt nett. Und dann haben sie diesen Schnaps getrunken. Und mein bester Kumpel, der hat 2 Halbzeiten Fußball gebraucht, bis er das überwunden hatte, ja. Bis er das mit seinem Radler wieder runtergespült hat. Jetzt noch ein bisschen leid. Also Olli, falls du das Video siehst, es tut mir noch ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Ja, und mein ehemaliger Arbeitskollege,
der Jens, den habe ich auch reingelegt, aber der hat sich blöderweise verschluckt beim Trinken. Das war dann etwas unangenehm. Also es war beide Male ein Reinfall. Und da waren noch zwei ältere Damen an der Bar gesessen. Die waren da wohl Stammkundinnen. Die haben nämlich schon geguckt, wo ich gesagt habe, ja, eine Runde Kutscher für uns bitte. Da haben sie mich angeguckt und haben gemeint, das ist ja schon fies, ne? So, Da müssen sie durch, da müssen sie durch. Die Brücke haben sie jetzt endlich mal fertig gemacht. Ist ganz hübsch geworden. Oh, jetzt hier rechts kommt gleich der Graf Lucknerweiher. Da war ich öfter mal mit Kumpels grillen und saufen. Super geiles Ding. Wenn ihr in Würzburg wohnt, geht mal da runter. Aber der ist eigentlich schon bekannt, wo der schon ist. Das sind vom Graf Lucknerweiher aus bis zu mir, also bis zu meiner ehemaligen Wohnung, sind 7 bis 8 Kilometer. Und wir haben es irgendwie vercheckt, uns damals ein Taxi zu bestellen. Beziehungsweise hatten ja unser ganzes Grillzeug und die Bierkästen alles darunter geschafft. Und aus irgendeinem Grund hatten wir kein Auto mehr. Ich glaube, es konnte einfach keiner mehr fahren. Und dann haben wir entschieden, wir laufen jetzt zu mir. Aber ich wusste nicht, dass das 8 Kilometer sind. Ich meinte so, ja, gar nicht so weit. Dann gehen wir dann zum Sanderring und dann um den Stadtring herum und dann sind wir schon fast da, ne? Ja, und jetzt laufen wir 8 Kilometer mit 2 leeren Bierkästen. Also mir sind fast die Arme abgefallen. Und dann ist der eine Typ aus unserer Gruppe ständig verloren gegangen. Ist ständig irgendwo im Stadtpark verloren gegangen und haben wir nicht mehr gefunden. Und dann hat er bei einem Auto aus Versehen den Seitenspiegel abgerissen, weil er dagegen gelaufen ist. Das war total die Chaos. Das war total die Chaos da. Naja, ja. Ja, Würzburg war auch schon echt eine schöne Zeit, muss man sagen. Meine Studentenzeit ist auch eine schöne Ecke hier unten. Absolut. Leider etwas mau in Bezug auf Jobangebote. Deswegen bin ich eigentlich umgezogen. Mit dem Job. Job gezogen, ganz Züge bisher. Ja, ich glaube, jetzt kommt wirklich nur noch sehr langweilige Landstraße. Jetzt wird da was zu sehen gibt, schalte ich mich nochmal ein. Bis später. Also, wenn ich mal überlege, als ich die GS. Oh, was ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Sie alles gut. Zwei brenzlige Situationen.